What? Das spawnt erstmal ein Gast. Es sind neue Maps rausgekommen. Und das Ganze ist jetzt im Team spielbar. Meistens ist das, glaube ich, ein Zweier-Team. Hey Leute, was geht? FreestyleDLP am Start, herzlich willkommen zu Aura PvP Plus. Und zwar sind jetzt neue Maps rausgekommen. What? Das spawnt erstmal ein Gast. Es sind neue Maps rausgekommen. Und das Ganze ist jetzt im Team spielbar. Meistens ist das, glaube ich, ein Zweier-Team oder so. Ja, ich bin im Team Türkis als Einziger. Irgendwie unlogisch. Da hätte ich doch mit Dennis teamen können. Also das ist irgendwie ein bisschen creepy. Ich weiß gar nicht, ob man das darf. Wir sind alleine. Darf man wahrscheinlich nicht, aber trotzdem. Ja, und zwar haben die, hat das GOMME HD.net Team, beziehungsweise das Bauteam halt neue Maps released. Und das Ganze ist jetzt halt, wie gesagt, im Team spielbar. Aura Plus aber nur. Und ja, eine Map davon ist Fantasy, glaube ich. War das Fantasy? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich denke, es war Fantasy. Ja. Und da spawnen auch schon Ghasts. Also, wie ihr seht, das geht hier wirklich ganz schön ab. What the fuck? Ja, also wirklich nur noch 6 verbleibende Spieler. Die Runden gehen da zacki und wir werden sterben. What the hell? Okay, das war wahrscheinlich. Nein! Ja, das war mega dumm. Ja, und zwar sind das neue Maps, aber man stirbt hier halt so schnell, dass man das nicht in eine Runde packen kann. Deswegen versuche ich jetzt mal mit Mühe und Not irgendeinen Server zu erwischen. Guck mal, alles ist voll, Leute. Ja, dann kann ich doch mal wenigstens in der Zeit über ein Thema talken. Und zwar geht es um das GOMME-Team, nicht GOMME-Team, um den GOMME-Server. Also ich mag wirklich GOMME und so selber, also es sind wirklich sehr, sehr, also ich, zum Beispiel GOMME ist einer meiner Lieblings-YouTuber. Und ich will, das soll auch gar kein Hate oder so sein. Ich mag die halt schon, aber ich wollte halt nur sagen, dass es kaum möglich ist, als Non-Premium zu spielen. Und es gibt halt ein paar Leute, die halt nicht unbedingt Geld für solche Dinge ausgeben möchten oder können. Weil es gibt auch Leute, die haben halt nicht so viel Geld. Das will ich jetzt nicht sagen, dass ich nicht viel Geld habe. Und ich will auch nicht sagen, dass ich viel Geld habe. Aber ihr wisst schon, denke ich mal, was ich meine. Und das ist halt nervig, wenn man immer gekickt wird, zum Beispiel auch bei neuen Sachen. Jetzt bin ich mal durchgekommen, aus Glück, aber es gab schon mal da wurde ich gerade 5-mal hintereinander gekickt, bis ich mal eine gescheite Aufnahme bekommen habe. Deswegen habe ich auch direkt in der Runde gestartet und nicht in der Lobby. Ja, also man wird mega oft gekickt einfach. Und ich finde, das ist jetzt nur so ein, das hört sich jetzt vielleicht mega bescheuert an, aber es sollte einfach mal so einen Server geben, der ist dann so ungefähr jede Minute oder alle 2 Minuten gibt es halt einen einzigen Server. Nicht, damit es auch nicht übertrieben ist. Gibt es halt einen einzigen Server für Non-Premiums. Worauf wir dann. Ey! Was mache ich falsch? Ganz ehrlich! Das regt mich manchmal richtig auf. Boah. Sollte mal. Ich gehe jetzt einfach in die nächste Runde. Es sollte einfach mal einen Server geben für Non-Premiums. Ja, so alle 2 Minuten ein einziger, damit es auch nicht übertrieben ist und sich auch noch genug Leute Premium kaufen. Ein einziger Server, wo halt nur Non-Premiums rein können. Und wo pro 2 Minuten vielleicht. Wo man dann halt nicht gekickt werden kann. Wenn man drin ist, ist man drin. Das finde ich so zum Beispiel gut. So ein einziger Server, wo man wirklich nie gekickt werden kann. Ja, also sowas finde ich zum Beispiel gut, wenn das mal irgendwie eingeführt werden würde. Damit man halt wenigstens hier solche Sachen mal spielen kann. Ja. So zum Beispiel, jetzt muss ich wieder mega lange warten, bis irgendein Server frei wird. Ihr seht, guck mal, ich konnte schon kaum mit den Klicks hinterher. Hat sich jetzt innerhalb von 3 Sekunden gefüllt. Jetzt bin ich in die falsche Map reingegangen. Nicht in normales Aura, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja mal die neuen Maps ein wenig zocken. Ja. Ich weiß schon, wie ich die Folge nennen werde. geil. Was wir reinkommen? Castle, okay. Wir werden höchstwahrscheinlich trotzdem. Oh, Team Türkis ist immer belegt. Wir werden höchstwahrscheinlich trotzdem gekickt. Oder kommen wir durch, bitte, bitte, bitte. Ja, sehr nice. Okay. Ja. Ich glaube, das war jetzt die Map Castle, wenn ich mich nicht irre. Dann
waren wir die andere Runde, wo wir mega früh gestorben sind, auch in Castle. Und die andere dann, glaube ich, in Fantasy. Ja, eigentlich, Oscar gerade ein Lag. Eigentlich relativ cool. Ich finde es so ein bisschen dumm mit dem TNT, dass die alles direkt wegspringen, weil das ist mega schwierig, wenn hier überall Löcher drin sind. Aber ich muss direkt mal zu meinem Team rennen. Rot. Oh nee, bitte stirb nicht direkt ein. Bitte lass mich ihn gekillt haben. Nein, er ist da runtergefallen. Oh. Man hat hier auch ein paar andere Items, habe ich das Gefühl. Vorher war es, glaube ich, nicht so. Ja, man hat jetzt halt keinen Goldapfel mehr, keinen Speed Potion mehr. Dafür aber TNT und ein Feuerzeug. Ja. Und Nein. Mega viele Enderperlen. Ja. Ist halt jetzt ein Modus, sag ich jetzt einfach mal. Der wurde halt mega jetzt aufgebessert. Ihr seht, es gibt viele verschiedene Erneuerungen. Und man stirbt jetzt halt mega früh. Wie zum Beispiel jetzt. Oh, ich hab's überlebt. Nice. Ja. Möglicherweise, ja, er hat sich Betten gerettet. Ja, ich wusste es. Ja. Ich bin halt auch noch ein Noob in Aura. Ich hab nicht gerade die beste Reaktionszeit, sagt man das so? Also halt die beste Reaktion. Ja, bitte stirb. Nein! Bitte, bitte. Ja, du stirbst. Jawohl, wir haben ihn. Okay, sehr nice. Noch 3 Spieler verbleiben. Also verbleibt noch ein Gelber auf Gelb. Nice, wo ist er? Ich hör Geräusche. Wo ist er? Warte mich mal nach da oben. Wo ist er? Ah, jetzt sind die unten. Wollen die verarschen? GG. Ich spiel auch gerade ein bisschen wie so ein Idiot. Wir sind im Team. Ich dachte schon, der Grafikkern. Wo ist der? Ich habe jetzt noch keine Ahnung, was ich gerade reden soll, aber jetzt ist gerade keine Action da. Das ist ein bisschen langweilig. Weil wir den Jimmy einfach nicht finden hier. Okay, er ist weit geflogen. Diesmal wird er sterben kommen. Als ob das dem was bringt. Okay. GG. Das Team Rot hat auch PvP gewonnen. Yeah. Wir haben endlich mal gewonnen. Okay. Das war doch gar nicht mal so schlecht. GG. Aber wir haben ja gewonnen, also juckt sie uns nicht. Nicht. Und können wir was essen. Was macht man im Nichts? Natürlich erstmal Snack. Ja, ich würde sagen, noch eine kleine Runde, wenn wir jetzt direkt in die Server reinkommen, wenn nicht, dann nicht. Ja, jetzt geht's ausnahmsweise schnell, aber vorher kam ich wirklich 10 Minuten, glaube ich, nicht rein. Ja, übrigens ist Gomme gerade in Gomunity. Ich habe halt auch einen Screen gemacht, aber nicht in der Screenbox, sondern halt Spiele ausgestellt und halt mich vor diese Screenbox gestellt, weil es ist als Non-Premium leider auch unmöglich, ich will jetzt gar nicht rumflamen oder so, aber leider auch unmöglich, ja, generell Screens zu machen, weil bei Gomma war halt Wartezeit 25 Minuten, hätte ich gemacht, weil Gomma ist wirklich mega geiler YouTuber und wir sind durchgekommen, nice. Leider wieder auf der gleichen Map, oder? Ja, aber okay, können wir leider nicht beeinflussen, wenn ich mir irgendwann mal Premium kaufe, kann ich das Ganze beeinflussen. Und das wird dann auch ganz nice für die Aufnahme. Weil Hauptsache ich komme in irgendeine neue Map rein. Das ist eigentlich die Hauptsache, weil wenn ich jetzt eine Wunschmap noch habe, dann dauert das manchmal mega lange, bis der nochmal kommt. Ja, also bei Gomme wäre ich die Wartezeit sogar eingegangen, aber ich wurde dann halt gekickt. Und es ist auch generell so unmöglich, halt so einen Screen zu kriegen, wenn die Wartezeit länger als, sagen wir mal, 5 bis 10 Minuten ist. Weil man wird dann einfach gekickt.
man wird halt nicht so oft gekickt wie jetzt bei Bed Wars oder Aura oder so. Also man kann schon mal so bis zu 5 bis 10 Minuten drin bleiben. Aber generell so an normalen Zeiten, nice, haben die gekillt. Generell so an normalen Zeiten ist es einfach so, dass man halt mega oft gekickt wird in Community. Ja, also das finde ich schade, die hätten wenigstens bei Community irgendwie ausstellen können, dass man gekickt werden kann, aber soll ja wie gesagt kein Hate sein, ich meine, die müssen ja auch ihr Geld machen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass ein Server mega viel kostet und die campen hier, lasst mal in Ruhe. Ja, also dass es zwar mega viel kostet und ich kann sie auch ein Stück weit verstehen, aber ich finde es jetzt so ein bisschen schade, weil man kann das jetzt auf allen mir bekannten Servern problemlos wenigstens spielen, außer halt auf Gomme, aber okay. Dafür ist GOMMA auch irgendwie mein Lieblingsserver, wenn er diese Einschränkung nicht hätte. Also er ist auch so mein Lieblingsserver, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Deswegen werde ich mir auch, glaube ich, bald mal Premium holen, um halt den GOMMA-Server zu unterstützen. Ja, das wollte ich mal so gesagt haben in diesem Video. Und jetzt konzentrieren wir uns noch auf die Runde, also... Ja, wollte ich einfach nur so gesagt haben. Soll auch kein Hate sein, ich mag GOMMA, ich mag den GOMMA-Server, ich mag den GOMMA-Team. Ja, also... auch guter Support eigentlich, finde ich. Ich meine, wenn ihr jetzt anderer Meinung seid, müsst ihr nicht direkt rumflamen oder so. Und nice, wir haben ihn auch gekillt, Alter, wie viel Luck wir haben und bitte... Nein! Okay, 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 bitte, 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 nein, okay, das wird echt... GG, okay. Notfalls, weil diese Runden eh so schnell vorbeigehen, wir gerade mal 11 Minuten aufnehmen. Eine einzige Runde, wenn wir jetzt schnell reinkommen, Leute, komm. Eine Runde voller Konzentration, wo ich nur über diese Runde laufe. Werden wir jetzt schnell reinkommen? Hallo? Hallo, ich bin... Werden alles okay. In Castle wieder. Leider kommt momentan nur Castle, zumindest überfüllt sich das nicht so schnell. Ich hoffe, wir werden durchkommen. Die Kies ist leider voll. Passt mich zu meinem Skin, die Kies. Und auch eigentlich zu meinem Namen, aber leider ist halt voll, wie ich das machen. Ja, auf Community waren halt GOMMA, wie schon gesagt, und drei Admins, glaube ich, oder zwei Admins und ein Developer, oder wie man das ausspricht, also halt Programmierer, Developer, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich weiß nur, wie man schreibt. Leute, sorry schon mal dafür. Ja, waren halt da drauf. Deswegen ist die auch mega überfüllt gerade. Ja, vielleicht kann ich irgendwie nochmal abends versuchen, wenn GOMMA noch drauf ist, noch einen Screen mit ihm zu machen. Ja. Wir sind grün, sehr nice. Nein, 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 nein! Alter, die standen direkt vor mir als Team. Jay. Jay leckt doch ein bisschen gerade. Wir sind grün, wie schon gesagt. Dann muss ich jetzt mal zu grün laufen, Fokus da. Da ist rot, wir waren gerade rot, deswegen. Das ist echt zum Heulen. Warum schafft man das denn nicht? Da sind überall Löcher, das ist doch nicht zu glauben. Ich treffe die Map richtig gut und dann... Oh Mann. Ja, Leute. Mehr hänge ich nicht dran. Hoffe, euch hat diese Fällenrunde geschaffen. Ach, gefallen. Nicht geschaffen. Das laber ich schon wieder. Ja, waren halt so ein paar kleine Fail-Runden. Ja, kann man nichts machen. Eine haben wir ja wenigstens von den paar gewonnen, die wir halt gemacht haben. Und ja, dann, wie gesagt, bewerten und ja, haut rein und ciao.